Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich hatte es euch vor zwei Tagen angekündigt, 2. Bundesliga Nord, 2. und 3. Juli 2022, letzte Runden. Ich habe meine Partie gegen Jonathan Karlstedt schon gezeigt, vom Samstag. Jetzt kommt noch meine letzte Partie in der Saison. Ja, welche Saison war denn das überhaupt? 21-22. Gegen einen anderen internationalen Meister, spielt für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga Nord, Benedikt Krause, junger Spieler, oh, relativ junger Spieler, ich glaube irgendwie so 23, 24, genau weiß ich es nicht. Ich habe weiß, gehen wir mal rein direkt, ne? Und am Ende dann so ein paar andere Infos noch über die 2. Bundesliga, wie es für uns ausgegangen ist, wie es für mich ausgegangen ist letztendlich, wie die Saison war, etc. pp. So, E4 hier. Wenig überraschend kommt jetzt hier Karo Kann. Man weiß ja, was die Gegner spielen. Jeder bereitet sich auf den Gegner vor. Es ist ja auch keine Überraschung gewesen, dass wir gegeneinander spielen, weil am Tag davor haben wir beide auch am gleichen Brett gesessen. Deswegen am nächsten Tag, wenn keine neuen Spieler dazukommen, weiß man, gegen den spielt man. So, und er spielt halt hier C6 Karo Kann und C5 eigentlich als Haupteröffnung. Und deswegen auch keine Überraschung Karo Kann. D4, D5, E5, Vorstoßvariante. Das ist so meine Hauptwaffe gegen Karo Kann. Läufer F5, der Hauptzug. H4. Hier das berühmte H4. H5. Warum macht man H4? Ich glaube, ich habe das schon häufig erwähnt, aber für einige, die neu sind. Wenn Schwarz jetzt hier E6 spielt, dann zeigt sich die Idee von H4. Dann gewinnt man nämlich den Läufer mit G4 hier. Wenn der Läufer zurückgeht, H5, Läufer E4, F3 und der Läufer hat keine Felder mehr. Das ist so eine Idee, H4. Die kam so in den 90ern hoch, in den 80ern, 90ern, ich weiß es nicht genau. Und ja, prophylaktisch gegen E6. So, Schwarz spielt H5 in der Hauptvariante, so der Standardzug. Stoppt hier den Haber und schafft Rückzugsfeld. Ich habe jetzt hier schon sehr, sehr häufig Läufer D3 gespielt, auch online. Habe jetzt aber sehr intensiv diesen Zug analysiert, C4 hier. Und habe das auch gespielt beim Großmeisterturnier des Hamburger SK. Im Mai. Da ging es weiter mit nach E6, Springer C3, spielte damals der Peter Prohaschka gegen mich, Läufer E7. Könnt ihr euch gerne anschauen, das Video, intensiver Kampf gegen Großmeister, habe ich es damals benannt. Benedikt spielt hier Springer E7, das ist die Main Line, Springer GE2, der Springer geht nach G3, Springer D7, Springer G3, Läufer G6, der Läufer bleibt auf dem Brett, das Feld wird freigemacht für den Springer, falls der mal dahin will. Jetzt aber Läufer G5, Entwicklung des Läufers, fesselt hier den Springer. Er spielt Dame B6, geht aus der Fesselung raus, greift den Bauern B2 an und bereitet die lange Rochade vor. Hier ist der Hauptzug, auch wenn er etwas seltsam aussieht, Turm C1. Deckt hier den Springer und sagt, komm, nimm den Bauern auf B2 und ich erhalte Entwicklungsvorsprung. Und das ist eine Variante, die ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Und typisch für diese Vorstoßvariantengeschichten. Ich habe das wirklich recht tief analysiert, alle möglichen Abzweigungen hier. Ich kann mich noch erinnern, vor dem GM-Turnier habe ich das gemacht. Und basierend auf der damaligen Datei habe ich dann natürlich mir diese, also habe ich mir die Sachen nochmal angeschaut jetzt für diese Partie, aber auch nicht so intensiv. Am Samstagabend nach meiner Partie gegen Jonathan Karlstedt hatte ich jetzt auch nicht Bock, irgendwie den ganzen Abend damit zu verbringen, irgendwelche Varianten anzuschauen. Und habe dann auch am Sonntagmorgen noch ein bisschen geguckt und ja, hatte das jetzt aber nicht so extrem gut parat, aber schon parat. Was spielt er jetzt hier? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt lang rochieren. Glaube ich. Nee, lang rochieren noch nicht, ne? Kann man das? Habe ich jetzt hier gar nicht in der Pfeil drin stehen. Man kann auf C4 nehmen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall der Hauptzug. Er spielt aber F6 und das scheint wirklich der kritische Zug zu sein. Er hatte das sehr gut vorbereitet. EF6, GF6, Läufer E3 zurück. Hier fing ich schon an, so ein bisschen nachzudenken. Hier war ich nicht mehr so richtig, hier hatte ich meine Vorbereitung noch nicht mehr so richtig parat. Also auf jeden Fall nicht so fest abgespeichert, dass ich die Züge jetzt a tempo spielte, sondern ich musste jetzt immer so ein bisschen nachdenken.
Jetzt nimmt er raus auf B2 und hier war ich mir schon nicht mehr sicher, obwohl das alles noch in meiner Analyse drin steht. Ich fand aber am Brett jetzt die besten Züge, in Kombination natürlich mit dem, was meine Erinnerung so hergab. C schlicht D5, Springer schlicht D5, Springer schlicht D5, tatsächlich die besten Züge, ED5 und jetzt Läufer D3, Entwicklung. Läufer B4 Schach, sehr logisch. Der König muss jetzt nach F1, Läufer D2 natürlich nicht möglich, wegen Läufer D3, damit, ja, damit D2 geht sowieso nicht, König F1. Ich wusste auch, ja, das kommt mir bekannt vor. Läufer D3, gut, der hängt der Läufer, ne? Was soll man machen? Läufer D3, Dame D3. Jetzt droht hier so ein bisschen Dame G6 Schach. Deswegen lange Rochade. Und hier befand ich mich schon so ein bisschen in einer Phase, mein Gegner spielte ultra schnell, der hatte das alles vorbereitet, während ich jetzt hier die ganze Zeit am Nachdenken war. Und hier auch für Turm B1 habe ich, glaube ich, relativ lange nachgedacht. Es gibt Leute, die notieren sich immer die Zeit, wie viel sie überlegen während der Partie auf dem auf der Notation, auf dem Formular natürlich. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. In dem Zusammenhang wäre es gar nicht so schlecht, weil ich habe relativ viel Zeit verbraten, obwohl, wie gesagt, das war alles noch in meiner Analyse hier. Turm B1, bester Zug, greift die Dame an. In meiner Analyse geht es weiter mit Dame C3. Die ist aber ein bisschen älter. Und tatsächlich, die geht weiter mit Dame D1 hier, mit Angriff auf den Bauern. Und ich werde noch später auf dieses Thema zu sprechen kommen. Obwohl Schwarz hier einen Bauern mehr hat, zeigt Stockfisch 15 hier die ganze Zeit Vorteil für Weiß an. Das ist ein bisschen erstaunlich. Und es ist auch nicht so einfach nachzuvollziehen, warum. Deswegen muss man sehr, sehr tief reingehen mit der Engine, Züge eingeben und gucken, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich den mache, wenn ich den mache und warum sagt die Engine hier, dass Weiß besser steht? Ich habe beim Bauern weniger. Kommen wir später nochmal zu sprechen drauf. Mein Gegner spielte hier Dame A3. Der scheint sogar besser zu sein, der Zug, als Dame C3. Greift meine Dame an. Natürlich darf ich die Damen nicht tauschen, weil ich einen Bauern weniger habe. Geht hier sehr viel um Dynamik. Der beste Zug hier ist hier Turm B3. Ich weiß nicht, warum ich den letztendlich nicht gespielt habe. Ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden hier. Ne? Ich war so ein bisschen genervt von der Tatsache, dass ich mich nicht erinnern konnte an meine Analysen. Wobei, Dame A3 hatte ich auch gar nicht analysiert. Turm B3, hier geht es weiter mit Dame A4 und hier König G1. Und ich habe das hier noch sehr, sehr weit analysiert und Weiß hat vielleicht einen mikroskopischen Vorteil, wer weiß das schon. Übelst kompliziert. Übrigens hier Dame B1 gewinnt nicht. Hier. Der Läufer zieht weg. Und Turm B7 geht nicht wegen Dame A6 Schach. Das hatte ich gesehen übrigens. Das hatte ich berechnet an dieser Stelle hier. Und das war auch einer der Gründe, warum ich Turm B3 dann nicht gespielt habe. Weil ich mir dachte, ja gut, wenn ich die Bauern B7 sowieso nicht gewinne, dann kann ich auch mit der Dame wieder nach D1 zurück. Also genau wie nach Dame C3. Aber hier ist Dame D1 eine Ungenauigkeit laut Stockfisch. Und jetzt fangen echt die Irrungen und Wirrungen jetzt schon an, auch auf beiden Seiten, muss man sagen. Ich glaube, wir haben die Stellung ist auch zu schwierig, echt. Er spielt jetzt Läufer D6, für mich der normalste Zug auf der Welt, den habe ich auch erwartet. Der Läufer steht halt hier so ein bisschen wackelig, ne? Stockfisch sagt lieber, geh mal nach A5, mein Lieber. Eventuell später nach B6 direkt. Und sieht hier schon Vorteil für Schwarz. Läufer D6, okay, greift mein Springer an. Die Pointe ist hier offensichtlich Springer schlicht H5, geht nicht wegen Turm H5, Dame H5, Dame D3 Schach. Und der Turm ist weg. Lustiger Fall. Das habe ich gesehen. Spielte Springer F5, greift den Läufer an. Er geht nicht zurück, er spielt Turm DE8. Warum ich jetzt hier nicht G3 gespielt habe, erschließt sich mir nicht. G3 ist super logisch. Läufer B8, König G2, Dame F8, Dame F3, das ist die Computervariante. Auf jeden Fall wichtig ist es hier, die Türme zu verbinden. Ich habe keine Ahnung, warum ich es nicht gemacht habe, G3, König G2. Ich habe stattdessen König G1 gemacht. Läufer C7, er nimmt den Läufer hier raus aus dem Angriff, vernünftig. Und jetzt entwickle ich den Turm über die dritte Reihe, Turm H3, will den Turm aktivieren. Das war mein Plan mit König G1, ne? Deswegen habe ich auch kein G3 gemacht. Und jetzt sehr, sehr stark von ihm, finde ich,
Na, es ist stark. Ich will nicht übertreiben, jetzt sehr, sehr stark. Es droht jetzt eigentlich gar kein großer Abzug hier mit dem Läufer. Deswegen hätte man Springer B6 ziehen können. Das war sowieso während der Partie viel mehr auf so. Oh, dieses Feld C4, ey, wenn da ein schwarzer Springer reinkommt, gefällt mir gar nicht. Und tatsächlich ist Springer B6 hier der stärkste Zug. Kommt einfach hier rein und Schwarz hat Vorteil. Die Dame muss man noch nicht wegziehen, erst wenn sie angegriffen wird. Mein Gegner spielt aber Dame A6. Der Zug gefiel mir während der Partie richtig gut. Ich hatte eigentlich auf Dame F8 gehofft. Und diese Stellung, da bekomme ich plötzlich Angriff. Dame A4 hier wahrscheinlich. Okay, Dame A4 doch nicht. Dame B3 vielleicht. Springer B6. Und jetzt sowas wie A4, genau. Und Weiß bekommt Angriff. Na? Der Damenflügel ist so ein bisschen hier schwach. Eventuell komme ich mit dem anderen Turm auch rüber hier über die dritte Reihe mal. Na? Oder der Läufer hier. Also es gab hier viele Angriffsideen plötzlich. Aber sehr stark halt Dame A6. Gefiel mir sehr gut von ihm, dass er es das gemacht hat, statt Dame F8. Jetzt ging es weiter hier mit Turm F3. Warum? Ganz einfach, ich muss hier meinen König besser stellen und G3 spielen. Turm F3. Turm E4, guter Zug auf die vierte Reihe. G3. König B8. Er zögert so ein bisschen mit diesem Springer B6 und Springer C4 hier. Das war gut für mich. König B8. Aber hier fiel mir dann auf, oh, der Bauer A2 könnte hängen. Und deswegen Dame B3. Stockfisch sagt übrigens hier, nee, nee, der hängt gar nicht. Mach mal A3 oder A4 und ist alles gut. A4 verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. A3 auch nicht. Na gut, A3, Springer B6, Läufer H6 mit der Idee Läufer G7. Das war hier ein Motiv, das ich gesehen hatte in der Partie. Läufer H6. Und plötzlich ist es ausgeglichen. Man versteht das nicht. Die Nuancen sind so gering. Also die Unterschiede sind so gering. Nicht die Nuancen. Ich spielte Dame B3 und hier steht Schwarz nach Springer B6 plötzlich klar besser, sagt die Engine. Minus 1,2. Jetzt minus 1, minus 1,2 wieder. Ne? Der Springer kommt hier rein und aus irgendeinem Grund steht die Dame jetzt auf B3 nicht so gut. Weil sie vielleicht nicht mehr auf den H5 schaut, ich weiß es nicht. Schwierig. Jetzt kam König G2, verbessert den König, das ist sinnvoll. Springer C4, der Springer steht hier natürlich bombig. Ne? Also ich muss sagen, hier hatte ich keine große Hoffnung mehr. Ich habe einen Bauern weniger und ich habe eigentlich so gut wie kein Spiel dafür. Und ich hatte wenig Zeit. Wo sind wir jetzt? Zug 26. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt hier hatte. 10 Minuten, 15 Minuten plus Increment. Mein Gegner super viel Zeit. 40 Minuten oder so. Ich spiele jetzt hier einen Bluff. Springer G7. Greife den F6 an. Und hier rechnete mein Gegner nicht so gut, muss ich mal sagen. Ganz offen und ehrlich. Ich hatte Turm H7 gesehen und ich habe hier auf seiner Zeit gerechnet und hatte gesehen, dass ich jetzt nicht auf F6 schlagen kann. Nicht wegen Turm G7. Auf Turm G7 kommt Turm F8 Schach. Läufer D8, Turm D8, König C7. Nee, doch nicht. Läufer G5 hier. Genau, Läufer G5. Das hatte ich auch berechnet. Läufer G5. Und ich kriege hier den Läufer. Oder er muss halt den Turm opfern hier. Aber ich habe hier Druck auf der B-Linie. Die Dame kann nicht rein. Und plötzlich steht Weiß hier auf Gewinn. Ne? Schwarz gewinnt aber mit dieser Zugfolge. Springer E3, Schach, FE3, was sonst? Jetzt Turm G7, Turm F8, Läufer D8, Turm D8, König C7, Turm F8 zurück und jetzt Dame E2 Schach, Turm F2 und ich hatte bis Turm G3 berechnet, König G3 und hier hatte ich Turm E3 gesehen und Schach, König G2, Dame G4, König F1, Turm B3, Turm B3, Dame D4 oder Dame H4 und die Engine sagt hier auch, das ist total gewonnen für Schwarz. Ne? Ich hatte das ungefähr bis hierhin berechnet. Es ist sogar matt hier übrigens an der Stelle, wenn Schwarz Turm G4 spielt. König A3, Turm H4, König H4, Dame G4. So oder so. Ich hatte halt gesehen, dass es eigentlich gar nicht geht, dieses Springer G7. Ich droh gar nicht Turm F6. Aber zu meinem Glück hat er nicht Turm H7 gespielt. Er hat Turm E7 gespielt. Ich gehe jetzt zurück. Er geht wieder zurück, wir wiederholen die Züge, Springer G7, Turm E7, Springer F5 und jetzt geht er nach D7 im Turm. Und jetzt ist es wieder ausgeglichen. Verrückt. Pass auf. Der Turm steht auf D7 statt auf E4. Und das macht schon einen Unterschied aus, laut Stockfisch.
dass die Stellung jetzt ausgeglichen ist, statt klar besser für Schwarz. Ich kann verstehen, dass es einen Unterschied macht, weil der Turm nicht mehr den E3 angreift und Springer E3 jetzt auch nicht mehr so gefährlich ist und der Turm sowieso auf D7 passiver steht als auf E4. Aber dass das in der Bewertung gleich eine ganze Bauerneinheit Unterschied ist, das ist krass. Entschuldigt, falls ich jetzt zu schnell gesprochen habe. Aus irgendeinem Grund ist jetzt Läufer H6 sehr stark. Es droht so ein bisschen Läufer G7. Ne? Habe ich aber nicht gespielt. Ich habe Läufer C1 gespielt. Liebäugle so ein bisschen mit Springer E3, den Springer anzugreifen und habe das Feld einfach freigemacht, weil der Läufer auf E3 einfach nicht gut steht. Turm E8, guter Zug. Springer E3, was sonst? Greife wieder den F6 an, aber jetzt kommt ein sehr guter Zwischenzug. Läufer B6, der hat mir sehr gefallen. Greift hier den D4 an. Die Engine sagt, nö, der ist gar nicht so gut. Springer C2, bester Zug. Deckt den Bauern. Ja, aber Springer C2 war so ein bisschen Ausschlussverfahren. Was soll ich machen? Ich muss den decken. Wenn der, also Turm F6, Läufer D4 ist indiskutabel. Dann tausche ich einen schwachen, guten Bauern gegen schwachen Bauern. Und die zentrale Bauern sind viel zu stark hier. Nee, Springer C2. Außerdem gibt es hier Motive mit Springer B4 plötzlich. Die Dame angreifen. Ich greife auch den F6 an. Und plötzlich stehe ich vielleicht sogar etwas besser. Mein Gegner spielt Turm E6, deckt den Bauern. Und hier, nach Turm F5, stehe ich wirklich besser plötzlich. Die Partie hat sich gedreht. Das war mir aber während der Partie nicht klar. Zumal ich hier, glaube ich, nur noch 5 Minuten hatte bis zur Zeitkontrolle oder weniger. Ich glaube, ich hatte weniger Zeit. 3 bis 5 Minuten, ich weiß nicht mehr genau. Plus Zeitgutschrift. Mein Gegner hatte auch inzwischen nicht mehr so viel. Er hat viel überlegt jetzt hier. Und hier plus 1,3 plötzlich. Er spielt jetzt hier, er findet den stärksten Zug hier. Ganz konkret Springer A5, Angriff auf die Dame. Und ich begehe jetzt hier einen typischen Zeitnotfehler. Ärgere ich mich ein bisschen drüber, weil, nicht weil es ein Fehler, weil es ein Fehler ist, sondern weil es ein Fehler ist, basierend auch auf der Annahme, dass ich sowieso schlecht stand. Ich stand schlecht, aber die Partie ist inzwischen gekippt. Und ich habe dieses Kippmoment nicht realisiert in der Partie. Unabhängig davon sollte ich jetzt hier nicht eine Figur einstellen. Wenn ich objektiv den besten Zug suche, beziehungsweise Ausschlussverfahren, nichts einstellen möchte, dann spiele ich hier Dame C3. Hatte ich natürlich auch gesehen, Dame C3. Greife weiter den H5 an. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn der H5 verschwindet, dann hat Weiß hier ein Monster freibauen auf der H-Linie. Und aus irgendeinem Grund stehe ich hier klar besser. Was passiert auf Turm A7? Habe ich noch gar nicht analysiert. Läufer F4 Schach, Läufer C7 und warum ist das so schlecht? Läufer C7, okay, Turm C7, Turm A5 ist klar, warum geht König C7 nicht? Springer B4, ui, da haben wir's. Springer schlägt D5 hier, ne, wegen der Fesselung. Greift die Dame an, Dame C4 und jetzt Springer schlägt D5, CD5, Dame schlägt A5 Schach. Plötzlich fällt der schwarze Flügel hier auseinander, der D5 fängt. Jo, so schnell kann es gehen. Plötzlich erwachen die weißen Figuren hier alle zum Leben. Dame C3 hätte ich riesen Vorteil gehabt. Was riesen? Hätte ich relativ großen Vorteil. Stattdessen Dame B4 und das ist ein dicker Einsteller. Ein dicker Einsteller. Der eigentlich auch nicht, auch in Zeitnot nicht passieren darf. Ich habe mir eine Figur eingestellt. Mit dem simplen Dame D3. Den mein Gegner dann auch schön mit Werf aufs Brett warf. Bums. Aber da war mir inzwischen auch schon alles egal. Ich hatte eh keine Zeit mehr. Und ich dachte sowieso, dass ich verliere. Jetzt Läufer F4 Schach. Aber mein Gegner, wie gesagt, zum wiederholten Male jetzt hier, lässt gewisse Rechendefizite aufblitzen. Ich sah, dass König C8 problemlos gewinnt für Schwarz, um die Grundreihe zu decken. Wir werden gleich sehen, warum. Er spielt aber König A8. Fehler. Gibt mir eine Chance. Turm schlägt H5. Ich kann jetzt natürlich die Figuren nicht beide retten. Geht nicht. Turm A5. Dame C2. Der Witz ist, Stockfisch sagt hier, Turm D8 bitte spielen. Aber
Welcher normale Mensch schlägt nicht auf C2? Dame C2. Ist ja auch gewonnen eigentlich. Turm H8 Schach, Turm D8, Turm D8, Läufer D8. Das ist jetzt die menschliche Variante. Ich lasse irgendwelche Nuancen, die dazwischen die Stockwischte anzeigen, mal weg. Dame F8 droht hier matt. Ne? Aber ich hatte es leider gesehen. Das ist doch der einzige Zug, der gewinnt für Schwarz. Dame E4 Schach. Hatte ich alles vorher schon gesehen, aber ich kann es ja auch nicht verhindern. Und jetzt hat er, das war Zug 40. Jetzt kommt Zug 41. Schach und dann Turm E8, das ist die Idee. So, jetzt habe ich mich zusammengerissen. Nochmal, hab schnell gerechnet. F3 gespielt, bester Zug. Dame E2, Schach, König H3. Versteck hier den König. Turm E8, einziger Zug. Deckt den Läufer, greift die Dame an. Das ist jetzt sehr forciert. Dame, die Engine möchte Dame F7 spielen, das war Quatsch. Dame D6, hier matt drohen. Läufer B6 macht Platz für den Turm, deckt das Matt, bester Zug. Dame F6, das sind die menschlichen Züge. So, wir haben diese Stellung. Und es kann natürlich auch einem Angst und Bange werden. Weiß hat immerhin drei verbundene Freibauern für die Figur. Aber natürlich sollte Schwarz gewinnen. Ne? Mehr Material im Schach zählt. Und wie zählt das hier? Indem man einfach den Springer nach C4 zieht. Den Springer aktiviert. Der stand am Rand sehr schlecht offensichtlich. Es gibt hier einige Motive halt mit Springer E3, die auftauchen. Und egal, was ich jetzt hier eingegeben habe, für Weiß ist es halt wirklich total verloren. Minus 5. Und mit genug Zeit auf der Uhr sollte man das auch problemlos gewinnen auf diesem Niveau. Er spielte aber zum Glück etwas schnell. Typisches Phänomen übrigens nach der ersten Zeitkontrolle bei vielen Spielern, auch bei mir. Man fängt an, relativ schnell zu spielen. Die Anspannung ist raus, ne, die man vor der Zeitkontrolle hat, in der Zeitnot. Ne, dann ist man so ein bisschen verkrampft. Und dann nach der Zeitkontrolle möchte man natürlich erstmal ein bisschen mental wieder entschlacken und fängt dann an, so ein bisschen zu schnell zu spielen, so ein bisschen locker hier. Er hat natürlich nachgedacht, aber er hätte auch locker 10, 20 Minuten mehr nachdenken können. Die Zeit war da. Aber wollte er nicht, zum Glück. Dame F3 nimmt den Bauern und jetzt ist es plötzlich ausgeglichen. Warum? Was macht Weiß hier? Aber es überschlagen sich noch die Ereignisse. Wie hält Weiß jetzt hier Remis? Ich habe den Zug sofort gespielt, weil ich den auch gesehen habe und dachte, ja, ist ein guter Zug, mache ich. Ohne die Konsequenzen auch besonders zu rechnen. Ich spielte Turm E1 und das ist der Remis-Zug. Greift den Turm an, lenkt ihn ab. Natürlich hat Schwarz jetzt hier dieses Grundreihenproblem. Und hier sieht man aber auch vorher, warum König C8 zum Beispiel ein Gewinnzug gewesen wäre. Weil dann dieses Grundreihenproblem nicht so vorherrschend wäre. Mit dem König auf A8 kommt er natürlich nicht raus. Auf C8 könnte er jederzeit nach D7 raus. Ihr erinnert euch, ne? Ein paar Züge vorher. So, er spielt jetzt Turm D8, versteckt den Turm. Und das ist jetzt hier eine richtig geile Aufgabe. Wie hält Weiß hier Remis? Es gibt nur einen Zug. Ich habe den nicht gespielt. Ich habe hier sehr schnell gespielt auch, weil ich dachte, das wäre super logisch, was ich mache. Weiß hält hier forciert Remis mit Läufer G5. Ich habe den Zug auch kurz bedacht, habe aber Läufer E5 favorisiert. Warum hält Läufer G5 Remis? Der Grund ist relativ simpel, weil der Läufer den Turm angreift gleich. Sagen wir mal Turm Dame C3. Hier Turm E3, Dame A1 mit solchen Ideen eventuell und jetzt Dame F7 einfach. Ich greife den Turm an und die Engine sagt, das ist 0-0. Schwarz kommt hier mit dem Turm nicht mehr weg von der 8. Reihe, egal wo der hingeht. Zum Beispiel Dame H1, König G4, Dame D1, König H3. So, und wenn jetzt Schwarz gewinnen will, Turm B8 zum Beispiel. Jetzt Läufer F4, ich greife den Turm wieder an. Und das Problem ist, der Turm findet keine Felder auf der 8. Reihe, ohne angegriffen zu werden im nächsten Zug. Und deswegen endet die Partie Remis. Also wenn er auf ein weißes Feld geht, hier, da kann er gar nicht hin, dann greift die Dame den an. Ne? Dame F5 zum Beispiel. Ich habe auch das Motiv mit Turm auf die 8. Reihe, ne? Und den Druck auf der 8. Reihe zu verstärken. Ich habe aber nicht Läufer G5 gespielt. Ich habe auch ein bisschen schnell gespielt. Und ich hätte mich wahrscheinlich auch zu Tode geärgert hinterher, wenn... Nein, ich habe Läufer E5 gemacht. Und ihr seht es, Schwarz steht wieder auf Gewinn. Warum habe ich Läufer E5 gemacht? Ich träumte hier vom Damentausch. Dame F6, Läufer F6. Und hier steht Weiß sogar auf Gewinn. H5, H6, H7, H8. Feierabend. Der Läufer steht hier perfekt. Deswegen habe ich Läufer E5 gemacht. Unter anderem. Aber Schwarz tauscht natürlich nicht die Damen. Es gewinnt hier unter anderem Dame D3. Locker bleiben. Nicht den Turm angreifen. Locker bleiben. Und auf H5 kommt Springer C4. H6, Springer E5.
DE5, der einzig logische Versuch. Und hier, okay, hier hat man natürlich noch ein paar praktische Chancen. Die Engine sagt so minus 7 hier. Für die Engine ist es locker. So aus menschlicher Sicht. Ich habe hier zwei Freibauern. Oha, halt die erstmal auf. Gut, wenn die Engine sagt, es ist total gewonnen, dann ist es gewonnen. Aber es gab hier noch vielleicht ein paar technische Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht. Jetzt natürlich noch gespielt. Er spielte aber Dame C3, greift meinen Turm an, denkt sich nichts Böses und jetzt ist es wieder Remis. Wie? Das müsst ihr finden. Turm B1. Ich greife den Läufer an, droht Turm schlägt B6, gefolgt von Dame schlägt D8. Und hier hat Schwarz keinen Weg mehr, der Zugwiederholung aus dem Weg zu gehen. Nach der Partie haben wir uns einen netten Trick angeschaut, und zwar Dame A3, Turm B6, Turm F8 mit Gegenangriff. Aber hier gewinnt Dame H6, AB6, Läufer D6. Und der Habauer wird wahrscheinlich am Ende entscheiden hier. Also das ging nicht und es gibt keine Züge hier. Der Läufer kann ja nicht weg und ich drohe ihn zu schlagen. Also muss der Turm ziehen, Turm C8. Wenn er irgendwo auf ein weißes Feld geht, dann greife ich ihn halt immer mit der Dame an. Turm C8, Dame F5. Nach B8 kann er nicht, nach H8 auch nicht. Turm D8, Dame F6 und hier einigen wir uns auf Remis. Ja, was für eine Achterbahnfahrt. Gegner super vorbereitet. Super komplexe Stellung, Karo-Kann-Verteidigung, diese Vorstoßvarianten-Geschichten, aber gut. Ich kann viele verstehen, dass sie gegen Karo-Kann-Vorstoßvariante nicht spielen, mögen lieber was oberflächlicheres spielen, Abtauschvariante zum Beispiel, aber ist nicht mein Style. Fällt mir immer wieder auf. Lieber so ein bisschen Kampfschach, harte Varianten und dann versuchen die Varianten aber auch gut zu kennen, ne? Oder immer besser kennenzulernen zumindest. Hatte ein bisschen Glück am Ende. Zwischendurch stand ich aber auch glatt besser, wenn ich nicht die Figur einstelle. Ich depp mit Dame B4 in Zeitnot. Und ganz schwierig, diese Geschichten innerhalb einer Partie mental zu switchen. Zu merken, okay, hier stehe ich schlecht, jetzt stehe ich gut. Ja, ach, jetzt stehe ich wieder schlecht. Und sein Verhalten dementsprechend anzupassen, ist echt schwierig mit einer Partie. Man wird immer beeinflusst von gewissen kurzfristigen Faktoren oder temporären Faktoren, besser gesagt. Ne? Wie zwischendurch stehe ich schlecht und dann denke ich, ich stehe die ganze Partie schlecht. Das stimmt aber nicht. War nur für einen bestimmten Zeitraum. Okay, genug gelabert heute, 27 Minuten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt auch meine anderen Kanäle aus, Big Rig Highlights, Big Rig Shorts und schaut gerne in die Videobeschreibung. Viele Link, mit denen nämlich supporten könnt. Haut rein.